Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid oder sonst irgendwie über dieses Video gestolpert seid. Jetzt ist es echt schon soweit. 100 Folgen World of Warcraft Let's Play. Falls ihr von Anfang an dabei seid, dann echt mal Hut ab. Ich hätte unser Gelaber nicht so lange ertragen. Aber gut, als kleines Special, weil wir jetzt schließlich 100 Folgen zusammen haben, gibt es nun ein Best of World of Warcraft. 100 Folgen. Viel Spaß damit. So, Soundcheck, läuft Sache mal was. YOLO! In normaler Lautstärke, Och bitte. Mann. Oh Gott, ich habe gestern ja Deathwing gemacht mit der Drachenseele. Also jemand mit als Heiler, wir sind zu 6 gewesen. Und unter anderem auch 2 DKs und ein Krieger dabei. Und der Waffenkrieger sagt irgendwann mal nach dem 6. Boss: Ey, ist ja genial, wie viel Schaden so ein Waffenkrieger macht. Ich schaue auf meinen Recount. Ich mit Smiter, als Smiter mit Damage equipped bei 80k, er bei 26k. ja. Welche Server war da? Wir waren alle 90. Okay. Gott! Ja, aber nein, schon für den Fliegen. Und das beim Let's Play, Leute! Das beim Let's Play! Jetzt kommen die ganzen Mauradon und so, oder? Mauradon, oh Gott! Naja, jetzt sparen wir uns zumindest die ganzen Leute zu können, wir brauchen nur bloß die Kommandanten. Zeiget mir den Menschen, schreibt's in die Kommentare, wenn ihr Mauradon mögt. Ich schreibe euch an und ich will eine Liste an was ihr. Das würde mich echt interessieren, was euch an Mauradon gefällt und warum es euch gefällt. Ist es das Höhlending? Ist es die Farbe? Ist es. Sind es die Mobs? Ist es der "Ich werde euch töten" Spruch des Bosses? Oder was gefällt euch an Mauradon? Ich werde es euch austreiben. Ich bereite schon mal das Weihwasser vor. Ja. Ich hol die Keule und nimmst das Weihwasser. Okay. Und den Weihrauch. Jetzt sind bloß die Weihrauch. Und die Bibel. Ja, bloß nicht das Weihrauch wieder mit LSD verwechseln, das hatten wir schon mal und das endete nicht gut. Nie wieder sonntags. Nie wieder sonntags. So, dann warten wir mal eine Weile. Ich will auch mal so eine Klasse haben, die zwar so übel stealthig ist, aber. Ja, Stabzeug. So eine Magier-Assassine. Snape. Harry Potter. Harry Potter, Harry Potter. Dumbledore. Ron, Ron. Ron Weasley. Ihr kennt alle, wenn vor allem die weiblichen Blutelfen spielt oder habt die weiblichen Charakterspieler von euch, wenn man auf der Höllenfeuer-Halbinsel angekommen ist und nicht zufällig mit Arcane-Equip vollgestopft ist, und das frei. Naja, das Equip anziehen, das man da hat, also wirklich, ich sag euch teilweise, so mit dem Ausschnitt und dann Höschen wie an, naja, wirklich, das sind Slips. Das kann man anders sagen, das sind Slips. Das habe ich so genial, das hatte ich weiße Kombination und dann noch so richtig so einen typischen Hexerhut. Dann bin ich ins BG gerannt. Ich war die BG-Hure. Ich bin bei Eisenschmiede schon fast auf dem Petrol. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich ihn das nächste Mal damit einwickeln soll. Was? Wulpen. Feuersbrunst, da ist es ja. Yeah, sau teuer. 83 Gold. Nun kostet dir den Scheiß denn überhaupt, wenn du ihn nicht brauchst. Scheiße, ich wollte es mir gar nicht kaufen. Okay, jetzt habt ihr wieder die genialste Logik von allen gesehen. Ich wollte sie mir nicht kaufen und hab's dann doch gekauft. Grüßi. Du bist da halt. Jetzt schaue ich wenigstens noch, was das. Oh, verdammt, ich hab's vergessen, wie das selber geht. Nee, du holst die jetzt. Warum? Du holst die. Du lebst jetzt in den Ofen rein. Warum nicht? Naja, wenn es jetzt da ist, ist der Ofen noch warm. Ich weiß immer, was du da dann haben willst. Ja, das war jetzt genau das, was ich erwartet habe. Jetzt habe ich kein Geld mehr, um mir die Griffe zu kaufen. Ich bin der Beste. Oh, geile Pizza. Leute, ich hab Pizza bekommen. Schau euch diese geile Pizza an. Krieg ich wenigstens schon ein Stück. Nicht von mir. Meine ist mit Zwiebeln und Salami. Außerdem ist die sau scharf. Ja. Dann muss ich mir halt jetzt echt selber runtergehen und mir eigene Pizza runter. Du musst aufstehen, um was zu essen zu bekommen. Unglaublich. Ja.
dieser Aufwand. Unerhört. Das ist tatsächlich für ihn fast mehr anstrengend, was wir normalerweise aufwenden müssen, was zu essen zu bekommen. Willkommen zu Let's Folter Otaro. Willkommen zu Let's Eat Pizza. Heute essen wir Pizza. Wisst ihr Leute, was das Langweilige am Quest ist? Es passiert nichts Unerwartetes. Da triffst du in der Indie dann doch wieder auf irgendwas, was so halbwegs interessant ist. Aber hier... stupides... Ey, du Scheißmob, jetzt rennt der auf den Baum raus! So viel Alter, leck mich am Arsch, ey. So viel zum Thema unerwartete Sachen, ne? Ja. Du Scheißmob, jetzt lacht der Baum rauf! Ja. Ja, so viel dazu, ne? So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld und leere Taschen. Nein! Du bist ein Held. Ich trinke jetzt trotzdem aus dieser Flasche Wasser, weil ich brauche unbedingt Wasser. Auch wenn du Kopfkino davon kriegen könntest. Hat jemand Desinfektionsmittel da? Da hinten sind ein paar Tücher, mit denen du es abwischen könntest, aber ich weiß nicht. Ich komm nicht hin. Oh Gott. Oh Gott, es ist echt schade, dass ihr das jetzt gerade nicht sehen könnt. Mir ist fast die Bierflasche umgefallen. Ich hab's gleich. Diese Gabel war mein Werkzeug. Ich war gerade absolut nicht sicher, wer da draus getrunken hat, deswegen. Ja, ich will keine Pickel oder irgendwie sowas um den Mund oder Herpes oder sowas und dann. Da, okay, das Trinken geht auch ohne. Es ist interessant für dich, beim Trinken zuzusehen, ernsthaft. Das Problem ist, dass jetzt muss ich lachen und das ist immer blöd. Scheiße. Mann, wieso muss mir immer sowas passieren, ey? Du schwörst es aber auch immer herauf. Ja, das war's für heute. Mir hat's viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns. Jo, noch irgendwelche letzten Worte? Haut rein! Okay. Nudeln schmecken ohne Tomaten nicht. Das ist Wahnsinn. Und sagt hallo zu Lukas. Hallo. Der da gerade im Morgenmantel. Hey, nicht dich da machen. Warum nicht? Weil wir gerade eine Aufnahme machen. Ich suche aber noch meine Brille. Ja, Pech gehabt, wenn du deine Brille in meinem Zimmer... Ich bin im Morgenmantel und in der Trainingshose nur an und ihr macht eine Aufnahme. What the fuck? Ich bin auf dem Internet. Ah! Oh mein Gott, das ist da drin lassen. Wo bist du? Ey, wenn es auf irgendeiner Pornoseite landet, ich bringe mich um. Oh, ey, guck mal, Junge, der tragt die Aufnahme. Als ob irgendeine Pornoseite und diese auf dich... Ey, mit meinem Körper? Deinen Körper auf seiner Seite haben. Ich will doch nicht so sicher sein. Oh mein Gott. Das würde ja eher abschreckend wirken. Außer du kennst das Internet. Du kennst es doch. Ja, stimmt. Du weißt, was dafür gescheit ist. Chrissy hat prophezeit, das Ding ist schon wieder getroppt. Das Ding ist auch eine Brille. Die hattest du noch auf, wie du gestern schlafen gegangen bist. Nein, hatte ich nicht, weil sie nicht in meinem Zimmer ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie aufhattest. Ich bin ziemlich sicher, dass sie im Klient sein Zimmer abgelegt hat. Warum lässt du dein Zeug überhaupt in meinem Zimmer? Ich war betrunken! Ich war betrunken! Das ist keine Ausrede. Von mir eine Ausrede ist. Ich bin verhext. Ich war betrunken. Auf dem Tisch lagst du nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, weißt du, die ist unter dem Chrissy sein Laptop. Das Aderlass-Skalpell, das ist das Richtige für dich, Chrissy. Zum Ritzen. Das ist nicht lustig.
Das ist aber ein Mini-Schwert. Ich sehe 20.000 Dinge in diesem Raum. Das ist aber keine Rolle. Ich werde von irgendwas. Okay, ja. Ich weiß auch noch. Das werden wir haben. Das ist ja wieder fertig. Alter, was hat der geraubt? Ich weiß nicht, aber die Hälfte davon hat gereicht. Da ist es wieder. Sie ist weder in den Schlafzimmern von mir noch in den Zimmern von mir. Hier muss sie das sein. Immerhin hat er sich mittlerweile angezogen. Ja. Es ist angezogen. Yes. Ja, und unser Studienobjekt halt. Seitdem du mit deinem Bademantel hier reingekommen bist, bist du ein Versuchsobjekt. Das ist ein Bademantel. Das ist den perfekten Titel. Junge, der Drache, die Aufnahme. Was glaubt ihr, wie viele... Und wie muss ihr kriegen? Genau. Gott. Bademantel-Session at Fischerhaus. Die Leute sind wieder aus Paris. Vielleicht hat John aus Versehen ein Dimensionsportal offen gelassen und das ist blöderweise genau da reingeschmissen. Mhm. Ich glaube, ich hab's gespürt. Nein, das war nur ein Bierdeckel. Das war bloß ein Bierdeckel. Ich weiß, mein Bedecken mit einer Spüle ist die recht qualitativ einkaufen. Shit. Zu Wimmer, du bist mir jetzt so. Auf den Handwerk können wir verzichten. Nein. Ich hab's hier. Ich weiß, dass ich gestern mir überlegt habe, ob ich meine Brille in meinem Zimmer rumliegen lassen sollte. Ich weiß bloß nicht mehr, wo ich sie genau abgelegt habe. Ja, das ist dein Problem. Beim 10. Mal wird es auch nicht besser. Es wäre Licht. Wenigstens ein bisschen. Na gut, ich schaue weiter und die Aufnahme um 11 habe, weil dann kann ich Licht machen. Das ist eine gute Idee. Ja, definitiv. Das ist definitiv. Da ist schöne Handschuhe für dich. Und weh, das würfelt mir irgendjemand weg. Nein, das ist nicht der von der Server. Okay. Ich geb's auf. Halt, Moment. Kannst du dich jetzt endlich mal entscheiden da hinten? Nein, das war so nach meiner Brille aufhören. Das war so das Hessen, das du mir gestern wahrscheinlich gezogen hast. Ja, er hat sein Bruder gestern eine Headshot ins Gesicht geschmettert, aber übelst. Es war lustig. Aber einmal wird so hell hier, ja. Jetzt kann ich wenigstens nochmal. Chrissy erscheint auf einmal in einem ganz anderen Licht. Okay. Oh, ja, das ist auch der Sound so gefehlt. Oder so eine Stimme. Meister hat gesprochen. Meister hat gerufen. Kann man ja einfügen. Ja. In den Sound. Bei mir lag gerade alles. Oh, jetzt mal wieder gerade hinsetzen. Wahrscheinlich bin ich schon vorher aus der Kamera rausgekommen. So. So zocke ich jetzt. Ich bin behindert. Oh, geht das aufs Kreuz. Oh, Gott. Ja, am besten gescheit hinsetzen. Mein Laptop hat sich gerade aufgehängt. Ich krieg einen Anfall. Spinne. Hütchen! So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Together World of Warcraft. Heute sind wir nicht nur zu zweit, nein zu dritt, denn wir haben heute einen kleinen Gast dabei. Sag Hallo, Exe. So klein bin ich gar nicht, hallo. Ja, der Exe, der hat sich gedacht, der will heute mal bei uns mitmachen und weil der so weit von uns weg ist, können wir da nicht alle zusammengehen und weil wir sonst Probleme mit dem Sound bekommen würden, gibt's heute auch leider keine Webcam, weil wir heute nicht alle zusammen sind. Und auch kein Splitscreen. Ja. Ich habe mich extra eingeölt. Irgendwie. Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich sowieso mindestens 5 von den Viechern killen, weil die erste Fackel wurde von denen ja nicht gelootet, von den Bobs. Also du gibst mir menschlich sehr zu denken. Wenn ich sage, wenn du mein Leben durch Organtransplantation retten könntest, ich würde nein sagen. Ich hätte viel zu viel Angst, dass das abfärbt. Wo es am Ende dann heißt, tut uns leid,
Offenbar war diese Eigenart seiner Persönlichkeit irgendwo innerhalb seiner Nieren verankert. Ich wollte jetzt gerne mit der Malwurstmaschine abkürzen, allerdings haben wir da eine Trash-Gruppe irgendwie übersehen. Die habe ich absichtlich ausgelassen, weil ich eigentlich nicht davon... Riss hier rum, stirbt letzt dein Geistbrach, frisst 4 Jahre alte Schokolade, alles in weniger von zwei Stunden. Ich habe mich einmal auf unseren Heiler verlassen und habe damit gerechnet, dass wir alle sterben. Selbst bei der Invasion von Russland ist in so kurzer Zeit nicht so viel schiefgegangen.